Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Child of Light. Mein Name ist Locker Zeit und in der letzten Episode haben wir einige von diesen Spinnennetzen hier vernichtet und da ist gleich ein Gegner, den ich gerade nicht wirklich bekämpfen will. Und ich bin gerade auf der Suche nach der dritten Spinne und ich hoffe, dass ich mich auf dem richtigen Weg gerade befinde. Und ich hab da nebenbei nur entdeckt, dass ich einen Haufen Fertigkeitspunkte zu verteilen habe. Also mache ich das jetzt ganz geschwind. Und ja, währenddessen würde ich gern über den Stream da reden, den was ich da wann habe ich den gemacht? Am Donnerstag, glaube ich. Und ja, der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich hab da unglaublich viel Spaß gehabt und werde sicher mal wieder in näherer Zukunft das nochmal machen, weil mir hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja, mich freut's dann sicher wieder. Und auf was gehe ich jetzt? Wasser, soweit schaffe ich es nicht. Also gehe ich lieber auf Feuer. Wahrscheinlich brauche ich Feuer als nächstes. Ich hoffe es zumindest. Okay, was brauche ich bei der Frau Nora? Da gehe ich einfach beschleunigen. Alle. Hey, das ist klasse. Soll ich noch bis Zeit verzaubern weitergehen? Jo. Besseres Beschleunigen. Und Finn Robert. Genau, denn den Robert haben wir auch erst vor kurzem erhalten. Und ja, er ist schon ein sehr, sehr wichtiges Mitglied unserer Truppe. Und jetzt glaube ich, habe ich alles verteilt. Okuli hat sich, glaube ich, nichts geändert. Wenn doch, wir sind die derzeitigen Okuli gewesen. Und ich schaue mal da Richtung hinauf. Ich hoffe, dass da irgendwo eine Spinne ist. Aber irgendwie nicht wirklich, denn das ist der Ausgang. Dann habe ich mir jetzt beinhart verirrt. Ups, das hätte mir jetzt fast getroffen. Das auch. Und wo ist jetzt die dritte Spinne? Da vielleicht. Ja, da schaut es gut aus. Nächsten Gegner, den ich sich bekämpfe übrigens. Ja, den da. Der steht nämlich mitten auf einer Schatzkiste, die ich gerne haben möchte. Also, stirb. So, was haben wir denn da jetzt alles? Ha, das ist ja einfach. Okay, verstehen an alle und kurz warten und überrumpeln alle. Ja. Satt. Oh, wunderschön, Nora. Okay, die Spinne kriegt einen Schlag rein, aber das ist schon ganz okay. 38. Bitte, das ist ja nicht einmal viel. Und versteinern, überrumpeln. Beides alle. Sehr gut, zurückgesetzt auch noch ein bisschen. Und das Spinnenvieh ist zwar relativ schnell gerade, aber naja, egal. Wird Spaß. Ich heil nebenbei und ja, mach meinen Gegner einfach tot. So ganz nebenbei. Versteinern, normal. Lynche sammeln. Perfekt. Ist sogar zurückgesetzt worden. Und ja, das war's dann. Ha, so einfach kann's gehen. Und weitere Stufenaufstiege. In dem Fall nur der Finn, aber ja, ist schon ganz okay. Magieresistenz, Elixier. Okay. Oh, da haben wir noch einen Schatz, den ich noch nicht gesehen habe. Feennektar. Ich glaube, die Spinnenvieh ist in der Nähe. Da bin ich gerade sicher. Magieresistenz. Sieh aber, die Spinne webt ihr Netz. Nun gut, dann töten wir sie jetzt. Oh, das finde ich schön. Okay. Dann, die liebe Spinne. Übrigens, ich habe in der letzten Folge irgendwie missachtet, dass diese Spinnen hier sehr, sehr anfällig für physische Attacken sind. Und naja, jetzt weiß ich. So, wer ist der Erste? Der. Sehr gut. Zack. Einer davon ist gelähmt. Sehr gut. Und weiter überrumpeln. Oh, das ist schlecht. Ah, da mache ich ja Standard-Verstehen gegen
den Kollegen. Ja. Was? Habe ich jetzt den falschen Fröschen erwischt? Ja, schaut so aus. Egal. Ja, Überrumpelung alle, den schon. Ja, ich hoffe, dass das ist doch irgendwie ausgeht. Okay, wer ist der Schnellste? Ja. Okay. Verstehen alle. Und überrumpeln. Zack. Perfekt. Oh, und Doppellähmung. Okay, ein Gegner ist tot. Zwei Leben. Ja, in dem Fall kann ich weiter verstehen. Und zack. Sind beide tot? Yes. Wenn es so einfach geht die ganze Zeit, sage ich nicht ein Ende dazu. Danke für die Stufenanstiege. Ich glaube, da steigt jetzt jeder auf, außer der Finn. Okay. Damit ist auch dieses Ding hier weg. Die Netze verschwinden und das Herz. Ist das ein Herz? Das schaut nicht aus wie ein Herz. Das Herz des Berges schlägt laut und klar. Und die letzte Spinne ist ganz nah. Na gut. Dann muss sie wohl darüber. Oder über. Wohl oder übel. Geschliffener Rubin schadet nicht. Aua. Okay, dann heile ich mich dadurch. Zuerst so ein bisschen. Oder ist so? Okay. Dann mal so. 10. Ha. Ist nicht schlecht. 10. So, einmal da durch noch. Und dann zu dieser Spinne hier. Okay, die wird jetzt hart. Soll ich noch irgendwas machen vorher? Ein Gebet? Ein Stoßgebet? Bitte lasst mich gewinnen gegen diese Spinne. Okay, schauen wir mal. Los, die Spinne! Los, Spinne, zeig dich und kämpf auf drei. 1, 2, 3! Warte ab, kleines Mädchen, für dich ist's vorbei! Oh Gott. Die Musik, sie ist so episch. Und was ist das für ein Riesenteil? What the heck? Okay, und wir rumpeln. Und Endlung, nein, das dauert zu lang, verstehen dann alle. Der schnellste Kollege ist der. Jetzt ist der. Und die Riesenspinne sammelt Kraft. Okay. Zack. Dafür habe ich bei den anderen Kollegen unterbrochen. Und jetzt kann ich alle unten überrumpeln und das geht perfekt aus mit Verstehen alle. Okay. Kontertunterbrechung mit Tempo erhöht von allen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber ich kann noch weiter alle unterbrechen. Außer wenn jemand ausweicht. 33 kommen die normalen Kollegen zu. Der obere Kollege kriegt zuerst was aus. Sehr gut. 91, ist das heftig. Das wird sich nicht ausgehen. Ja, wenn, dann... Nein, in dem Fall verteidigt er ausnahmsweise. Das haben wir jetzt schon wieder gehabt. Satz. Jetzt hätte ich nicht verteidigen müssen. Okay. Na gut, wenigstens war es jetzt. Verstehen an alle und... Jetzt ist die Frage, was mache ich? Ja, Safety, Überrumpelung alle. Ja, schau, genau. Damit stirbt der zweite auch noch und der Boss ist gelähmt. Okay. Ja, normal draufhauen. Und ich glaube, ich wechsle jetzt ganz kurz für Aurora aus. Warum? Naja, weil es mich freut. Hieb. Los. Zack. Zurückgesetzt. Ganz langsam machen. Okay, das geht sich nicht aus. Sammelt Kraft. Ist okay. Verstehen. Zack. Und ist schon wieder gelähmt. Ha. Nora ist zu gut für die ganzen Gegner. Aber mich interessiert gerade, ist dieses Vieh,
anfällig für Magie? Ich schau mal noch. Und wenn ja, welche Magie? Feuer eher nicht? Oder Wasser vielleicht? Ah nein, zuerst probiere ich einen Blitzschlag aus. Wenn ich schon die Chance dazu habe. Ups. Okay. Blitzschlag haut heftig hinein. Okay. Ah, da muss ich ihn kurz verlangsamen, dass sie das alles ausgeht. Blitzschlag haut heftig ein. Und wenn ein Monster. Dass sie das irgendwie ausgeht. Ja. Hat nicht wirklich mehr Kraft. Gelähmt, sehr gut. Okay, Feuer. Ich glaube nicht, dass es gegen Feuer schwach ist, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Nur um zu sehen, ob es was bringt oder nicht. Na, nicht wirklich. Ah, nochmal gelähmt. Okay, in dem Fall ist das Stärkste eindeutig der Blitzschlag. Also wer jetzt durch Blitzschlagen wie was das zeigt mir heute. Und verstehen, soweit wie es geht. Vielleicht sollte ein Lichtstrahl auch noch dazu haben. Aber es ist schon schwach, das Vieh. Ist das Gute. Und schon wieder gelähmt. Ach Nora, so stark. Der Blitzschlag sollte das Vieh jetzt töten, bitte so viel. Aber eigentlich war das Vieh gar nicht schwer. Oder soll ich jetzt schon wahr sagen? Das ist die Frage. Soll ich jetzt schon wahr sein? Weil nur lebt sie. Naja, wer darf töten? Nora? Schaut nicht so aus. Vielleicht Finn? Wir werden es gleich sehen. Ja, Finn darf töten. Sehr gut gemacht, Finn. Und die Stufenanstiege, die sind ja ein Wahnsinn. Einmal ein Level, zwei Level, ein Level und noch ein Level. Und ein Ausweichen-Sternstab gibt es noch dazu. Magnas Blut fließt wieder ganz befreit. Und hoffentlich für lange Zeit. Ja, hoffentlich. Oh, zurück beim König? Olmos Populi, hört her! Magnas Herz schlägt wieder laut und klar. Gerettet habe ich unser Geschäft. Die Kammer ist offen, befreit von der Königin Gefahr. Prinzessin. Aurore, bitteschön, der Herr. Ich danke euch in der Olmos Namen, Aurore. Jetzt mit frischem Kapital in der Hand. Erschallt unser Markruf wieder in den goldenen Eben von Lemuria. Du bist so gut. Das macht mir Mut. Dein Handel war edel, Aurora. Ich liebe dich auch, Nora. Robert, die Beförderung hast du sicher. Hm? Oh, was ist das für ein Gekicher? Margaret, deine Stimme klingt wie Marktgeschrei. Dein Lächeln ist schön wie Wertpapier. Magna ist gesund, die Kamera frei. Alles für deine Pfote, die Kleine. Schönste Margaret, willst du werden die meine? Ich bin weder Marktstand noch Spekulant. Robert, was willst du mit meiner Hand? Margaret, warte, mein Herz. Fort ist sie, brennend der Schmerz. Alle Hoffnung dahin, der Kummer ist groß. Vielleicht erleichtert diese Flöte dein Los. Oh, die Titelmusik wieder. Wenn es nicht so schön wäre. Im Hintergrund. Leichtes Marktgelaber. Aber im Verlust verschwinde ich nie. Leb wohl, mein Freund. Wir brechen nun auf mit unseren Zelten. Die Olmos Populi danken euch. Und werden es euch vergelten. In dieser oder in anderen Welten. Sprich mit Magna unter der Stadt der Populi. Sonst erreichst du den Tempel in der Höhe nie.
Okay, so soll es sein. Aber ein Gespräch hätte ich noch gern mit dir. Etwas Vergleichbares habe ich nie gesehen. Große Ohren, kleiner wie Blumen und Parfumgeschank. Dann Damen kommen zu mir, ich muss niesen. Was det für ein faulicher Trank? Ein Tee aus Mathildes Wald. Los, nimm ein Glas. Minze. Kann ich bleiben? Macht's hier Spaß? Ach, Fing, verstehst du noch? Robert? Ach, wenn sich Liebe nur wie die Märkte verhielte. Ich weiß, diese Angelegenheit ist recht heikel. Doch Vater seinem Bankier oft übel mitspielte, wenn Monsieur Moustaches Anlagen Verluste gebracht. Sicher, der Markt kann unvorhersehbar sein, für ein Geschäft nicht gründlich bedacht. Wartet, Monsieur Moustache war sein Name? Nennt ihn nicht so, er ist leicht aufgebracht. Um den ganzen Kopf kräuselt sich ein gewaltiger Bart, und an Pomade hat er dabei nie gespart. Deshalb landen ihn Vater und ich derart. Oho, okay. Robert, bleibst du jetzt da oder gehst du mit? Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, er geht mit. Sonst wäre es schlimm. Was haben wir da drinnen? War ich da drinnen schon? Ich hab keine Ahnung. Ah, ja, dann war ich schon. Tschüss. Ich hoffe, ich vergiss da nichts. Die Kurse übertreffen alle Erwartungen, ja. Dank dieser Schatzkammer, die ich gefunden habe. Besser gesagt. Okay, anscheinend war ich da schon überall. Na gut, wohin soll ich dann gehen? Zurück? Scheint fast zurück. Robert kommt nicht mit. Rechts zu den Windrädern, ja. Da bist du. Zur Erinsklippe. Wenn ich da Y drücke, dann komme ich zur Erinsklippe. Sonst ist da überhaupt nichts. Ah doch. Okay. Ein paar kleine Sachen habe ich, wie es aussieht, übersehen. Wie zum Beispiel diesen Schatz und da drüben noch ein Schatz. Und da geht's auch weiter. Noch weiter nach unten und so. Ach, Feuerspinne, die was ganz böse sein kann. Da ist noch etwas. Mit Wiederbeleben. Okay. Das Vieh stirbt einmal und während dieses Vieh hier stirbt, werde ich mal sagen, ja, bis zum nächsten Mal zu Child of Light. Danke fürs Zusehen und fertig.